So, na dann werden wir mal runterfahren. Wo immer das ist. Vielleicht kommen die aber auch einfach eine Waffe in der Hand. Die schon im Dunkeln stehen. Okay, das sieht ein bisschen aus wie ein Stollen oder sowas hier, ne? Das geht ja schon wieder gut los hier. Ja, was ich mich jetzt aber allerdings frage, ich meine, wir sind. Aber okay, gut, das ist halt eine Industrie. Oha, siehst du, da geht's hier. Was haben wir denn da? Gespannt. Der ist so gespannt. Bitte keine Falle. Wunderbar. Falle, Falle, Falle. Ich mach mal ganz kurz das Mikro ein bisschen lauter. Die Kopfhörer, entschuldigt bitte. Böse doch. Oh! Oh, los, und hat's gereicht? Nee, hat's nicht. Ich würde mal wirklich probieren, dran vorbeizukommen. Jawoll. Oh shit. Tja, mal schauen, ob sie recht hat. Hört sich erstmal so an, als ob. Sauber, schön weggeknallt. So. Hier hinten ansonsten war, glaube ich, nichts mehr. Dann gehen wir mal weiter hier in den Gang rein. So, klasse, dass das hier gleich von diesen Mistviechern so wimmelt. Oh, hier, ja, schöner. Point of no return. Wunderbar. Bomben. Oh, was haben wir denn da? Ah, ist ja wirklich... Eine einzige Magnum-Patrone. Oh. Oh, fuck. Jetzt sitzt mir aber ein bisschen viel hier. Hopp, sieh zu, sieh zu. Oh, ich muss mal ganz schnell auf die gröbere Munition mal umwechseln. Oder immer noch ihn. Oder weg das? Ich glaube, das weg. Eieieiei. So, was? Ah, sieht nicht so aus. Kann ich hier schieben? Boah, Alter, wo kommen die jetzt alle her? Mann, das war jetzt wirklich
wieder viel daneben geballert, ey. Man wird aber irgendwie, man wird hektisch. Man wird wirklich, das kennt man auch aus dem normalen Leben, wenn mutierte Wesen auf die Tui rankommen, da wirst du hektisch. Da wirst du hektisch, da setzt halt dich bei jeder Schuss. So eine Scheiße. Ich hätte jetzt wahrscheinlich auch... Naja, wahrscheinlich hätte ich die auch einfach jetzt hier mit dem Stollenwarm platt machen können. Oder? Naja. Anyway. So, okay, hier ist nichts hinten. Dann schauen wir mal weiter. Lass mal so ein bisschen hier gucken. In den letzten Ecken. Aber nichts, da kann man nicht vorbei. Oha, okay. Bombe. Ja, hier wieder so ein Stolperdraht, ne, oder? Den machen wir mal kaputt. Ja, wie gesagt, überall können jetzt hier die Räte wieder sein. Okay. Hier ist noch eine Kiste. Flintenmunition. Ah, sieht schon cool aus hier, ne? Wenn man richtig sieht, wie den Stein reingetrieben wurde hier. Cool. Cool. Also wirklich, grafisch muss man wirklich sagen, ist dieses Spiel echt eine Bombe. Auch die Atmosphäre ist echt Hammer. Also wirklich seit langem klasse. Gerade würde ich nur sagen, klasse Resident Evil, aber eigentlich ist das auch ein Arschlochspiel irgendwie, weil es hier suggeriert, irgendwie jede Kiste, die du findest, irgendwie, das war tolle drin, komm, machst du kaputt mit dem Messer. Nicht mit der Pistole, musst du Munition sparen, mit dem Messer hier nah ran. Naja, gut. Crouch. Gesendet. Freitag, 16. Januar 2015, 0.42 Uhr. Dank euch ist mein Kopf seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Aha. Da müsst ihr echt mal dran arbeiten. Sie sieht nur aus wie ein kleines Mädchen. Achso, sieht nur wie ein kleines Mädchen aus. Sie ist auch genauso blöd wie eins. Ach Gott. Heute ist so mit Lesen ein bisschen schwierig. Es ist ein anstrengender, langer Tag gewesen. Also seht es mir bitte ein bisschen nach, wenn ich in den Sätzen etwas hänge. Achso, wenn ihr übrigens Bock habt, irgendwie alleine zu lesen, wenn ich es nicht vorlesen soll, irgendwie haut es unten in die Kommentare rein irgendwie. Und ja, ansonsten lese ich erstmal dilettantisch weiter. Mom und Dad sind aber immer noch voll drauf. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr einprogrammiert habt? Ist ein bisschen krank. So, Freitag, 4. November 2015, 2.10 Uhr. Mir, das Mischstück, ist immer noch irgendwo zwischen Evis Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden. Also habe ich sie in einer Zelle eingesperrt. In eine Zelle gesperrt. Dachte, vielleicht macht das Evelyn ärgerlich. Immerhin ist mir ihr Liebling und so. Aber es scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sie sogar manchmal besuchen. Sie denkt, Mia ist ihre Mommy. Wie gesagt, eure Biowaffe ist nicht ganz dicht. Freitag, 1. September 2016, 1.10 Uhr. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam Überhand. Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen und fügt sie ihre Freakshow von einer Familie zu.
Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet. Aber es ist eine Scheißarbeit für mich, weil ich den ganzen Scheißkram aufräumen muss, wenn niemand Neues kommt. Übrigens sieht Evi krank aus oder so. Sieht Evi krank aus? Sieht Evi krank oder so aus? Es macht auch keinen Spaß, das vorzulesen. Stimme hier. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Oh, soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ist wirklich Evi? Ist Evi mein Parship-Partner? Denk mal drüber nach. Oma im Haus, kranken, also immer schön auf dem Rollstuhl. So, okay, wir gucken uns mal ein bisschen weiter um hier. Ja, was haben wir da? Steroid. Steroid ist das so bekommen. Bah, fahr einer mit, komm. Maximal Gesundheit erhöht, das ist so. Aha. Infected Report. Dieser Bericht beschreibt im Detail die auftretenden Symptome, wenn das im Inneren der E-Serie gezüchtete Bakterium einen Menschen infiziert. Bitte lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch, bevor Sie mit einem Individuum in Kontakt treten, das durch die E-Serie zur Waffe gemacht wurde. Sternchen wird im Nachfolgenden als Schimmelpilz bezeichnet. Ciao, ciao. Primärinfektion. Der Schimmelpilz nimmt Nährstoffe vom Körper des Wirts auf, um sich auszubreiten und übernimmt langsam die Zellen des im Körper. Als ein Nebeneffekt davon gewinnt das infizierte Individuum erstaunlich regenerative Fähigkeiten. In Experimenten entfernen wir Arme und Beine von Testpersonen und fanden heraus, dass sie imstande waren, die amputierten Gliedmaßen in wenigen Minuten wieder anwachsen zu lassen. Mittleres Studium der Infektion. Sobald der Schimmelpilz das Gehirn erreicht, werden die Gedanken des infizierten Wirtes mit denen der E-Serie-Vermittlers in Einklang gebracht. Der Wirt beginnt, Dinge zu hören und Halluzinationen zu erleben. Bald darauf gerät er vollständig unter die Kontrolle des E-Serie-Vermittlers. Wenn dieser Zustand anhält, verliert er wohl jeglichen Sinn seiner selbst. Endstadium der Infektion. Nachdem jede Zelle im Körper vom Schimmelpilz eingenommen wurde, verliert er wohl langsam seine menschliche Gestalt. Die Form der Mutation entscheidet sich je nach Fall, aber geht stets mit einer enormen Steigerung der körperlichen Stärke einher. Ein Individuum in diesem Stadium einzudämmen, ist extrem schwierig. Ja. Das heißt also mit anderen Worten, alle schleimigen Ölmonster, wenn ich es mal nennen kann, diese Sporenwesen irgendwie sind, also alle diese Testpersonen gewesen, oder? Ach, scheiße. Ah, kacke. Neurotoxin, easy. Dosierungstest, na, ist ja super. Na, ist ja toll. 5 Minuten nach Dosis erbrechen. Klasse. 12 Minuten nach Dosis. Kalzifikation der Zellen. Oh shit. Tot. War das nicht geil. So, was haben wir denn da? Oh. E-Nikotoxin zerstört Zellmaterial an allen Individuen, die auf der E-Serien-Biowaffe basieren. Nur für die Beseitigung von E-Serien-Objekten zu verwenden. Das Toxin muss vor der Verwendung stimuliert werden. Geben Sie dazu eine Probe der E-Serienzellen in den Nikotoxinbehälter. Okay, cool. Okay. Und wir haben jetzt anscheinend ein E-Nikotoxin.
Okay. Alles klar. Damit scheinen wir eine sehr, sehr effektive Waffe jetzt wahrscheinlich in den Händen zu halten. Eine kleine Spritze vorne wäre, glaube ich, besser gewesen. So, okay. Ja, na, Klassikowski. Tja, kann man verstehen. Kann aber auch, wie schon gerade angemerkt, irgendwie, ne, ein konditioniertes Verhalten sein, irgendwie in ihrer Programmierung, ne, um halt weniger im urbanen Umfeld aufzufallen, ja, um noch effektiver zu sein. Flammengranaten.